Ein eiskaltes Lüftchen weht hier auf dem erstarrten Kontinent in der Gegenwart. Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Evoland 2. Wir haben Olaf getroffen, den letzten Wikinger, und er will Karten spielen. Was ist hier mit deinen Kumpels geschehen? Erik und, ich hab den Namen immer noch nicht drauf. Irgendwas mit B, glaube ich. Sind die gestorben? Sind die in der Vergangenheit? Treffen wir die dann noch? Oh, ich will die sehen. Und Lost Vikings, Leute, ein sehr cooles Spiel. Müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Werde ich auch irgendwann mal noch let's playen. Aber erstmal playen wir mit ihm hier eine Runde Karten. So. Setzt du Wikinger-Karten ein? 20 Leben ist schon mal sehr sympathisch. Damit kann ich gut was anfangen. So, kommen wir auf 4 Mana? Nee. Ich komme aber auf 3. Wenn ich Velvet wegschmeiße, dann kann ich den spielen und dich kostenlos. Machen wir erstmal 2 Schaden oder packe ich den hinter in Deckung? Nee, wir machen mal 2 Schaden. Manimal und sein Mammut. Ha. So. Okay, nein, du kommst nicht mit Wikingerkarten, sondern mit Trollen. Gut. 4 Leben hast du noch. Dann bringen wir dir einen Bären. Dann binden wir dir einen Bären auf. Wenn du Manimal schon killst, dann kommt einer seiner Grizzlies, die ihn zerfleischt haben. Plopp. Ey, verdammt. Was ist denn da schief gegangen? Oh Gott, er kommt selbst mit dem Grizzly. Und mit seinem Trampelschaden ist es natürlich noch besonders doof. Da richtet er immer noch mehr Schaden an. Auf 5 komme ich jetzt nicht. Die Mauer bringt mir 2, dann bin ich bei 3. Du bringst mir 1, dann bin ich bei 4. Schade. Ich könnte das Auge gegen den Troll einsetzen. Dann wäre das auf jeden Fall schon mal weg. Und die Mauer muss für Mana raus. So, und das überlebe ich noch. Okay, nichts passiert. Autsch, da ist der Wikinger. Für 4 Mana hat er den gespielt. 2-3 mit Trampel. Naja, gut. Ist jetzt nicht so überzeugend. So, wie könnten wir unsere mega gute Karte spielen? Oder spiele ich mich? Warte mal. Ich müsste auf 8 Mana kommen, aber wenn ich dich wegschmeiße, nee, bringe ich nur 2 Schade. Aber ist da was? Ich nehme die 2 Schaden vom Wikinger in Kauf. Ich schmeiße mich mal weg und spiele die beiden, um ihm mal ein bisschen Schaden zu machen. Er hat mir nämlich noch zu viel Leben. Und kriegt noch ein 3. Mana. Sehr gut. Ey, blöder Grizzly, hau ab. Weg mit dir. So. Oh, Baby, Baby, Baby. Was haben wir denn hier Schönes? Komme ich auf 8? 3 und 2. Ja, käme ich. Dann könnte ich Dolkin spielen. Und würde den da oben platt machen. Ich könnte aber auch... Na gut, erster Angriff. Du würdest keinen Schaden nehmen. Und in der nächsten Runde, wenn er da nichts gegenhaut, 7 Schaden. Ja, doch. Machen wir. Hopp. Und hopp. Take that! Kabumm! Wikinger weg. 5 Schaden. 6. Schaden. Er hat nur noch 5. Also er muss jetzt ziemlich viel blocken. Ansonsten... Ja, so nicht. So nicht. Wir haben gewonnen. First try. Dum, dum. Da, da, da. Dum, dum. Okay, könnten wir noch irgendwie ärgern? Ja, könnten wir. Könnten wir. Robert kommt noch zur Unterstützung dazu. Moin. Tot, tot und tot. Wow. Dafür werde ich mich rächen. Hier, ihr verdient diese Karte. Und wir kriegen... Großer, fieser Troll. Nicht mal einen Wikinger. Den hat er ja noch nicht mal gespielt. Was ist denn der große, fiese Troll? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Da! Oh! 777 Bogenschütze! Wow! Mir macht so ein bisschen Angst, dass
sowohl der normale Troll als auch dieser große fiese Troll als Karten existieren, wir dem aber noch nicht im Spiel begegnet sind. Das könnte noch echt unangenehm werden, wenn wir auf Trolle stoßen. Aber cool, wir haben eine mächtig geile Bogenschutz, also Fernkampfkarte. Sehr cool. So, wir gehen mal kurz raus hier. Wir können überhaupt nicht raus. Ist ja auch geil. So, Magilit, dann erklär mir mal, warum du uns von der Zukunft nur in die Gegenwart geschickt hast. Landen wir jetzt in der Vergangenheit, bitte. Denn da möchte ich hin. Gracias. Okay. Jetzt sind wir angekommen. Okay, Eis. Ist aber nicht rutschig. Also keine so eine Schlitterrätsel. Zumindest, naja, vielleicht erwarten sie uns ja doch noch. Aber mal gucken. Erstmal raus. Ah. So, und da unten ist das Wikingerlager. Aber mal gucken. Gibt es hier noch was anderes, was man betreten kann? Nee, irgendwie. Oder ist das da noch was? Nein. Geht nur hier lang. Ist auf der anderen Seite noch irgendwas Interessantes? Oder ist das einfach nur Eis? Einfach nur schön Deko. Nö, da ist einfach nichts mehr, ne? Okay. Gut. Dann mal auf zu den Wikingern und gucken, was die von uns wollen für das Fragment des Eises. Wikingerdorf. Oh. Okay, da können wir nicht rüber. Das ist scheinbar noch irgendwie Wasser oder dünnes Eis oder... Ganz dünnes Eis, Freunde, ganz dünnes Eis. So, hallo. Oh, wie hübsch. Wer bist denn du? Wir bekommen hier nicht oft Außenseiter zu Gesicht. Seid ihr durch den Tunnel unter dem Meer gekommen? Was für ein Tunnel? Ihr seht mir nicht nach Trollen aus. Nein! Nein! Und ich erwähne es noch. Natürlich, deswegen bekommen wir auch von dem Wikinger beim Kartenspiel die Trollkarte. Nein! Oh, die sind jetzt... Wir sehen uns jetzt schon konfrontiert mit den Trollen. Oh nein, okay, aber früher oder später mussten sie ja kommen. Und was für ein Tunnel unter dem Meer. Sag mir jetzt nicht, dieses riesen Ding, was wir da im Westen gesehen haben unter dem Meer, ist ein Tunnel. Also die Schatten, die wir sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart gesehen haben, sahen mir eher nach irgendwas Schlangenartigem mit Flügeln aus. Aber in der Zukunft habe ich jetzt da keine Flügelform erkannt. Das kann natürlich ein riesen versteinerter Tunnel sein, so. Also, aus Stein gebauter Tunnel. Wow, und wo führt der uns dann hin? Zu den Trollen? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um, wie das Dorf so aufgebaut ist. Gut, hier haben wir zwei Hütten. Hallo, wer bist denn du? Wir Wikinger sind geboren, um zu kämpfen und zu erobern. Unsere Kinder trainieren schon in der Krippe, damit sie zu großen Kriegern heranwachsen. Hau! Nur jene, die der großen Schildkröte ihren Mut beweisen, werden mit unendlichem Leben belohnt. Führt der Tunnel zu der großen Schildkröte? Oder ist der Tunnel Teil der großen Schildkröte? Sind diese flügelartigen Schatten, die ich im Wasser gesehen habe, die Flossen oder irgendwie sowas? Ach du liebe Zeit. Freunde, was erwartet uns denn hier? So, da haben wir zwei Hütten. Hier haben wir einen kleinen Vorgarten, wo wir nicht rein... Also Vorgarten, ne? Vor allen Dingen. Vor Eisfläche. Okay. Dann gehen wir mal in die Hütten rein. Das sieht mir hier irgendwie nach einem Shop aus oder so. Hallo, was verkaufst du denn? Bessere Waffen als die Eisenwaffen, die wir noch haben. Also warte mal, wir haben noch Eisenstiefel und Eisengürtel. Oricon können wir uns ja noch bei weitem lange nicht mehr leisten. Wir haben nur ein Erz. Wir brauchen schon allein für die Stiefel brauchen wir vier, glaube ich. Um ein Wikingerkrieger zu werden, müsst ihr zuerst eure Ausbildung abschließen. Außerdem verkaufen wir unsere Waffen nur an echte Krieger. Alles klar. Gut, wir müssen hier also erstmal quasi dem Stamm beitreten, Mitglied werden. Aber die Musik ist ja auch voll schön entspannt irgendwie. Gar nicht so typisch eisig, wie man erwarten würde. Hast du hier was für uns? Können wir dir was klauen? Nö. Mann, was seid ihr denn hier für Wikinger? Wo habt ihr eure Beute? Hallo.
Ich überwache den Tunnelbau. Ach, der ist noch im Bau. Wir müssen auf eventuelle Einstürze achten. Das würde uns Jahre der Arbeit kosten. Ja? Und wo grabt ihr hin? Wenn ihr einen Tunnel baut, wo wollt ihr hin? So. Hi! Es gab Ketzer, die behaupteten, dass die große Schildkröte nicht die Welt auf ihrem Rücken trage, sondern auf dem Meeresgrund lebe. Hahaha, auf dem Meeresgrund. Bei den Fischen. Wir haben sie alle umgebracht, was? Die Götter haben es erlaubt, also haben wir wohl das Richtige getan. Oh mein Gott, was habt ihr getan? Okay, das sieht nach dem Häuptlingshaus aus. Oh, Kiste, meine. Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir das jetzt so schnell finden, ne? Aber ich hab ja gesagt beim letzten Mal, wir finden bestimmt die drei Mana auf dem vereisten Staatenkontinent. Und jetzt einfach schon das zweite. Ist okay. Hast du hier in deinem Häuptlingshaus zufällig gleich das dritte? Oh, und kriegen wir, dann wird die große Schildkröte wahrscheinlich diejenige sein, die Velvet aufboostet. Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde Sinn ergeben für mich. So, euch zwei haben wir noch nicht angequatscht. Ah, dann Speicherpunkt, da ist ein Speicherpunkt. Ja, damit. So, das sieht nach dem Tunneleingang aus. Und da haben wir auch noch ein Was bist du denn für einer? Du gehörst hier aber nicht hin. Hallo. Am Anbeginn aller Zeit war unser gesamtes Land überflutet. Doch der Gott Mag-I schuf Eis unter unseren Füßen, auf dem wir laufen konnten. Und um uns zu leiten, schuf er die große Schildkröte. Okay. Unser Boss bereitet sich auf das jährliche Turnier vor. Wenn ihr gegen genügend Kämpfe gewonnen habt, könnt ihr ihm selbst im Kampf gegenübertreten. Auch nicht schon wieder kämpfen. Geht zum Schalter, um euch anzumelden. Okay. Kann ich das Schild lesen? Nein, ich kann das Schild nicht lesen. Dum, da, dam. Hallo. Das jährliche Turnier der großen Krieger beginnt schon bald. Nur jene, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, sind zur Teilnahme berechtigt. Okay, dann müssen wir erstmal die Ausbildung abschließen, dann können wir uns Waffen kaufen und dann gehen wir zum Kampf. Dieses Jahr trägt der Sieger ein bemerkenswertes antikes Artefakt davon. Oh. Ich nehme mal an, das ist das Fragment des Schlüssels. Haben will! Wir haben es bei den Grabungen für unseren großen Tunnel unter dem Meer gefunden. Okay. Schön, dass ihr die Arbeit für mich erledigt habt, dann muss ich es nur noch gewinnen. Oh, was haben wir hier? Eine Angel? Automatische Angel? Okay. Nichts, was ich ansprechen kann. Ihr solltet mit dem Feuer auf Eisflächen sehr vorsichtig sein, Leute. Nur mal so ein kleiner Hinweis. Was? Es war Balin, Sohn des Fundin, Sohn des Farin, Sohn des Borin, der mit den Grabungen für den großen Tunnel begann. Visionär, der er war, wusste er, dass die große Schildkröte unsere wahre Tapferkeit erkennen würde. Wenn wir nur alle Bewohner des Kontinents abschlachteten, ohne den großen Tunnel gäbe es keinen Weg dorthin, denn die vereisten Berge sind unüberwindlich. Was habt ihr getan? Wen habt ihr alles abgeschlachtet? Und zu welchem Zweck? So, hier ist noch eine Hütte und wer bist du da unten? Hallo, erstmal du hier. Über Generationen haben wir Körper und Geist trainiert und nun ist unser Volk bereit. Den ersten Abschnitt unseres Tunnels unter dem Meer haben wir bereits fertiggestellt. Bald schon werden wir den Kontinent erreichen und dort einfallen, um ihn nach Herzenslust zu plündern und in Schutt und Asche zu legen. Okay, ihr plant also einen Tunnelangriff auf das Kaiserreich. Ist es das? Oh, und der will catchen. Machen wir gleich. Jetzt hier noch irgendwo lang? Nee. Und wer bist denn du? What? Du kennst uns? Oh, warte. Bist du dieser Ansager aus dem Kolosseum? Was machst denn du hier? Wurdest du von den Wikinger gefangen genommen? Solid Snail? Hier? Die Welt ist ein Dorf.
Nach eurer spektakulären Flucht aus dem Kolosseum wurde ich gefeuert. Ah, okay. Ich gebe zu, für kurze Zeit litt ich an Depressionen. Aber ich bin euch auch zu Dank verpflichtet. Euretwegen fand ich endlich meine Bestimmung im Leben. Wikinger zu sein? Ich beschloss, die Welt zu erkunden und mit der Geschichte meiner Reisen zur kaiserlichen Bibel... Du bist dieser Forscher, den Velvet kennenlernen wollte, beziehungsweise... Oder? Ja. Dies wird mein Lebenswerk sein. Ja, Largo! Natürlich! Die Reisen von Largo Le Grand. Oh. Wie sich alles fügt in der Geschichte. Ich liebe es. Schön. Richtig schönes Detail. Ja, natürlich. Wir haben auch völlig vergessen, was aus dem geworden ist nach der Flucht. Ist ja genial. Alles sind dieselben Leute. Wir sind mehrere Persönlichkeiten im Laufe der Geschichte gewesen. Der jetzt auch. Geil. So, was haben wir hier im Häuschen? Oh, noch ein Laden? Hallo. Hallo, seid ihr hier, um euch zum jährlichen Wikinger-Turnier anzumelden? Nein, noch nicht. Tschüss. Später. Später. Wir erstmal gucken, was die hier noch zu sagen haben. Hallo. Mein Sohn hat erst kürzlich sein Training abgeschlossen. Wird langsam Zeit, dass er diesen Höhlentrollen eine Abreibung verschafft. Nein. Verdammt. Schließlich ist er schon 6 Jahre alt. Oh Gott. Das arme Kind. Er wird beim Training wohl nachsitzen müssen, wenn er ein großer Krieger werden und unendlich Leben erlangen will. Alter. Harte Wikinger sitzen hier schon. Okay, das sind Eismauern, alles klar. Wir verehren die große Schildkröte. Sie ist riesig und trägt die ganze Welt auf ihrem Rücken. Mit ihrem blaugrauen Panzer und den orange leuchtenden Augen findet sie euch, wo immer ihr sein mögt. Ihr wollt durch den Tunnel gehen? Dann braucht ihr eine Genehmigung vom leitenden Ingenieur. Er sollte um diese Zeit nach Hause kommen. Okay. Gut, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter, als uns für das Turnier anzumelden, oder? Okay. Los geht's. Dann, ja. Tut mir leid, aber um euch anzumelden, müsst ihr zuerst eure Ausbildung abschließen. Und wo mache ich das? Haben wir irgendeinen vergessen, hier anzulabern? Ausbildung abschließen? Wo? Hallo? Hier, Häuptling? Unser Boss bereitet sich auf das jährliche Turnier vor. Wenn ihr genügend Kämpfe gewonnen habt, könnt ihr ihm selbst im Kampf gegenübertreten. Geht zum Schalter, um mich anzumelden. Okay, das kann ich nicht. Ich muss erst die Ausbildung abschließen. Auch dann kann ich erst Waffen kaufen. Große Schildkröte verehren, ja. Ganze Welt auf dem Rücken. So, du hast mir von deinem Sohn erzählt. Du wolltest Karten spielen. Über Generationen haben wir Körper und Geist trainiert. Nun ist unser Volk bereit, den ersten Bla, okay. Joa, gut, ne? Denn. Dann spielen wir erstmal nochmal Karten gegen den. Und dann müssen wir nochmal gucken, wie wir unsere Ausbildung hier abschließen können. Also, erstmal go. Vielleicht werden wir auch hier voll verdroschen. Na, aber ich glaube nicht. Guck mal, wir haben gleich mal die neue Karte auf der Hand, aber wir können sie unmöglich spielen. 7, da kommen wir nicht hin. Wenn wir dich rausjagen und dich rausjagen, kriegen wir 4, haben wir nur 5. Okay. Können also beide nicht spielen, müssen also dich erstmal raushauen. Na gut. Haben wir aber schön Mana in der Rückhand. 7 für den Beginn unseres nächsten Zuges. Kriegen auch nur einen Schaden, kein Problem. So, oh! Und mit den 7 klatschen wir ihm hier erstmal oben eine. Und du bringst mir 2 und du klatscht hier unten der Fledermaus eine. Klack, klack. Okay, kein Problem. Aha, noch ein Wikinger. Gut, der haut dem Schlamassel erstmal 2 über. Kein Problem. So, jetzt kriegst du schon mal 6 Schaden. Komm ich auf 6. Du bringst mir 3, dann brauchst du nur noch ein. Ja, ich komme auf 6. Also, ja, Tai weg. Und jetzt gibt es für dich satte 12 Schaden. Das sollte ein leichtes sein. Ich glaube, wir haben jetzt schon gewonnen. Hallo, Bär. Ja. Null Problemo. Cool. Können wir ihm hier noch was Schickes präsentieren? 5 und 6. Nö. Aber dann machen wir noch so. Er ist eh hinüber. Das war kurz und schmerzlos. Das hat nicht mal 2 Minuten gedauert.
Gutes Spiel! Hier, ihr verdient diese Karte! Sehr schön! Ah, von ihm kriegen wir den Wikinger-Freund. Es fehlen noch 21 Karten. Zwei Drittel sind eingecashed. So, wo haben wir den denn? Wo haben wir den denn? Wo haben wir den denn? Wikinger, Wikinger, Wikinger. Da. Oh! Okay, für 4 Mana, 2-3 mit Trampelschaden. Naja. So. Dann aber war es das erstmal für heute. Karten haben wir geholt. 2 Mana haben wir gefunden. Jetzt müssen wir uns nur noch mal genauer umgucken, wo wir unsere Ausbildung hier zum Wikinger abschließen können. Damit wir am Wettbewerb teilnehmen können, damit wir uns Waffen kaufen können. Eher in anderer Reihenfolge. Aber das alles erst beim nächsten Mal. Freunde, bleibt mit mir am Ball, damit ihr es genauso wie ich herausfindet. Und bis dahin sage ich wie immer, Cheerio!